Hallo YouTube, ich bin Skirsch und ich mag Transformers und ja, die Post war mal wieder da. Ein schönes großes Paket. Den Inhalt habe ich ja so ein klein wenig in meinem letzten Video schon angeteasert. Plus wer mich bei Voice of Kaon bzw. Voice of Deviance verfolgt, da bin ich ja ab und zu auch mal als Gast mit dabei. Der dürfte schon in etwa mitgekriegt haben, was sich hier drin befindet. Sieht das nicht schon schön aus? Nehmen wir ihn mal hier raus. Weg mit dem Karton. Jetzt befreien wir ihn hier so aus der Luftpolsterfolie. Transformers Generation 2 Optimus Prime. Ich bin gerade richtig, richtig happy. Ich meine, Packung ist jetzt nicht im besten Zustand. Ich meine, das habe ich anhand der Fotos schon gesehen. Ist mir in diesem Fall aber auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Es handelt sich hier entweder um die spanische bzw. italienische Version der Figur. Oh ne, ich sehe gerade, es muss die italienische sein. Die Figur ist von GIG rausgebracht worden. Dann schauen wir uns das Ganze hier doch mal an. So. Schon alles auf Seite legen. Dann gucken wir doch mal. Optimus raus. Ich meine, staubig wie Hulle. Man ist zu erwarten. Aber das kriege ich, denke ich, auch noch irgendwie sauber. Holen wir hier Raketenwerfer raus und die Box hier. Chrom, hier. Da. Der Chrom ist wirklich noch sehr schön erhalten. Die Aufkleber. Soweit auch noch ganz gut. Noch ein bisschen irritiert. Hier ist so ein blauer Strich. Okay, ist hier auf der Seite nicht. Ne? Gucken. Und jetzt befreien wir noch den Anhänger. Der natürlich staubig wie sonst was, aber ansonsten auch hier kann ich nur sagen, der Aufkleber wirklich sehr gut erhalten von dem, was ich hier sehen kann. Auf der anderen Seite auch. Ah, hier der Aufkleber. Der Stoßstange, der hat ein bisschen was gelitten, aber mal gucken. Muss mal die Reifen an. Die sind schön staubig auch. Aber ich sehe jetzt hier irgendwie keine Risse oder Abnutzungen irgendwie. Auch die Felgen noch schön silber verchromt. Ich meine, richtig werde ich das erst sehen, alles sehen können, wenn ich den mal richtig sauber gemacht habe. Aber Klappe ist noch in Ordnung. Würde ich sagen. Es klackert ja ganz schön da drin. Machen wir den Trailer doch mal auf.
und sehen uns mal an, was wir hier drinnen so alles sehen können. Ja, hier haben wir zum Beispiel einmal schon Roller, sehr schön. Wir haben das Combat Deck und auch hier, ja gut, hier lösen sich die Sticker ein wenig. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr gut erhalten. Also hier bei dem Geschützturm bzw. der Reparatureinheit oder wie auch immer. Die Klappe geht noch auf, da ist nichts gebrochen oder so. Irgendwie keine größeren Kratzer oder so hier auf dem Ding. Jetzt gucken wir mal hier. Zwei Raketen sind dabei. Und die Federmechanismen, die sind nicht so ganz in Ordnung. Hier die Raketen, ja, da sieht man noch so ein klein wenig die, na, wie heißen sie jetzt, so die Nasen, wo man die aus den Halterungen herausgenommen hat. Aber sowas kriegt man ganz einfach abgefeilt. So, ein paar Sachen fehlen allerdings noch. Die sind hier unten drin. Die holen wir hier jetzt mal raus. Und zwar haben wir einmal hier das Tütchen. Und zwar haben wir hier einmal diese Raketenwerfer. Dazu die passenden Raketen. Na? Wollt ihr nicht so wie ich will? Na, war ganz schön fest. Ja, die hier passt schon ein bisschen besser. Ah, okay. Und, ne, wie feuert man die denn jetzt ab? Ah, boah, noch ganz schön Bums dahinter. Ja. Die fliegen ganz schön weit. Ah, ich verstehe. Das ist... Gucken wir mal den anderen Raketenwerfer. Es ist... Man muss schon darauf achten, wie man die da reinsteckt. Sonst passen die halt nicht, ne? Ah, hier löst der schon vorab ein bisschen aus. Das könnte auch nur an der Rakete liegen. Na, der hier will die Raketen nicht mehr so ganz richtig abfeuern. Bisschen schade, aber naja, gut. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein Heftchen, wie sich die Figur verwandelt. Allerdings habe ich das ja schon quasi. Ich hole das mal eben hervor. Damit wir mal den Vergleich haben. Das ist das, was der gute Jörg mir geschickt hat. Und ja, da ist doch schon der ein oder andere Unterschied zu sehen. Ich meine, so viel geben die sich jetzt nicht her von der Größe, allerdings von der Aufmachung her doch schon ein wenig anders. Ich meine, die Verwandlung ist die gleiche. Mit gleichen Symbolen dargestellt, natürlich hier alles noch in Rot hervorgehoben. Ansonsten, abgesehen davon, dass hier so ein paar von den Warnhinweisen dabei sind noch, an für sich identisch. Das hier ist natürlich ein bisschen ja schöner, ein bisschen besser erhalten. Von daher bin ich jetzt erstmal froh, dass ich beide habe.
und dann haben wir hier einmal ein Aufkleberset mit Aufklebern für Optimus Prime und den Trailer. Ja, das ist natürlich nicht mehr ganz so toll enthalten. Habe ich aber auf den Bildern vorab schon gesehen, von daher wusste ich, was mich erwartet. Hier zum Beispiel, das sind einige der Aufkleber, die eigentlich auf Optimus Primes Fahrerhaus gehören. Von daher, ja, ist jetzt nicht allzu schlimm. Mal gucken, da werde ich mir wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Reproduktion besorgen. Sprich von Repro-Labels oder Toy-Hacks oder wie auch immer. Mal sehen. So. Na, jetzt spinnt der zweite Raketenwerfer auch ein bisschen. Oder? So, ne. Er nimmt die jetzt richtig. Naja, so ist es. Hier nochmal einmal die übrigen beiden schwarzen Raketen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit den Nasen. Die hat man hier quasi dann einmal herausgetrennt. Aber wie gesagt, die kriegt man ganz einfach und schnell abgefeilt, sodass diese Nasen halt nicht großartig stören. So, Roller ist dabei. Gucken wir doch mal, ob der Rollmechanismus funktioniert. Oh, meine Güte. Der hat ganz schön Bums noch. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Da rollt der mir direkt hier vom Tisch. Ja, da ist noch ordentlich Wumms hinter. Und jetzt schauen wir uns einmal hier den Star der Show an. Optimus Prime, das Fahrerhaus. Und auch hier muss ich sagen, ich meine natürlich klar, staubig wie Hulle. Den werde ich natürlich mal sauber machen, aber ansonsten sehe ich hier keine größeren Mängel. Ich meine, klar, ein bisschen bespielt ist er, aber ich finde dennoch sehr gut erhalten. Keine größeren Schäden am Chrom. Ich meine, man sieht hier so ein klein wenig was. Da die allerdings hier an allen vier Stellen sind, das sind wahrscheinlich mehr so Überbleibsel aus der Produktion. Der Aufkleber, die silbernen Streifen. Der Chrom auf der Front, die Scheiben, das sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, verwandeln wir ihn noch mal. Wow. Na, die wollen nicht so ganz. Na? Huch. Ist so wohl. Ja gut, ich will jetzt hier nichts erzwingen. Auf jeden Fall hier einmal sehr schön Generation 2 Optimus Prime verwandelt. Ich meine, wenn man sich hier Fokus den Kopf ansieht, auch hier die Augen schön bemalt. Der Mundschutz ist gut bemalt, keine größeren Schäden am Kopf und an der Figur im Allgemeinen überhaupt nicht. Die Arme noch schön. Also ich habe schon Optimus Prime Figuren in der Hand gehabt, da hast du nur so ein bisschen geruckelt oder sind die Arme runtergefallen. Hier ist wirklich alles noch echt top. Nicht nur in den Schultern, auch in den Ellenbogen.
Na gut, hier beim Drehen ein bisschen lose. Das haben die aber alle mit der Zeit. Hauptsächlich geht es halt darum, dass diese Gelenke hier wirklich sehr schön fest sind. Ich meine, er wirkt dadurch, dass er keine Aufkleber drauf hat, natürlich ein bisschen nackig. Hier die Details hier fehlen natürlich. Hier am anderen Arm natürlich genauso. Autobot-Logos fehlen. Und hier auf den Füßen hat er normalerweise noch Aufkleber. Das sind hauptsächlich die hier. 1, 2 und die 3. Das Go kommt zum Beispiel hier auf den Trailer. Mal gucken. Ich werde die mal abziehen und dann mal gucken, ob ich sie ein bisschen gerade drauf geklebt bekomme. Sollte, denke ich mal, vielleicht doch nicht so das große Problem sein. Das Einzige, was mich hier jetzt ein wenig stutzig macht, ist, ich meine, ihr werdet es im Video sicherlich sehen, oder zumindest hoffe ich, dass ihr es seht, die Fäuste von Optimus Prime. Ich habe jetzt hier mal nur die rechte Faust. Die passt vom Blau her nicht wirklich zu dem restlichen Blau. Dazu auch nochmal der Vergleich Roller. Ne, ihr seht, hier das blaue Plastik passt zu diesem blauen Plastik hier sehr gut dazu. Dazu nochmal im Vergleich mein Generation 1 Roller, das ist halt der G2 Roller. Also es ist schon ein farblicher Unterschied bei der Generation 1 Version zur Generation 2 Version zu sehen. Von daher gehe ich mal stark davon aus, dass diese Hände hier mal irgendwo nachgekauft worden sind und jetzt hier dabei gepackt worden sind. Das finde ich, ist ehrlich gesagt jetzt nicht so das große Problem. Ich denke mal an Generation 2 Fäuste für Optimus Prime komme ich auch irgendwie noch ran. Zumal die Figur aktuell sowieso noch erst einmal, naja, wieder eingepackt wird, weil huch. Im Moment sieht es leider so aus, dass ich dafür noch keinen wirklichen Ausstellplatz habe, aber ich bin nichtsdestotrotz richtig happy über diese Figur. Die ist in einem wirklich richtig, richtig guten Zustand. Wieder ein richtig tolles Geschäft, was ich da auf eBay gemacht habe. Nein, Quatsch. Erst der Kopf. Dann die Schultern. Ich bin jetzt ein bisschen übervorsichtig, weil ich natürlich nicht möchte, dass der mir hier im Video direkt kaputt geht oder so. Jetzt die Beine wieder zusammen. So, alles schön zusammen. Rundum einfach richtig, richtig schön. Mit den Raketenwerfern hier muss ich mich noch ein wenig beschäftigen. Weil, wie gesagt, ich glaube einfach, dass es ein bisschen damit zu tun hat, wie man die da reinsteckt. Und das ist jetzt nicht so... Also ganz habe ich das hier irgendwie noch nicht raus. Ah, okay. Vielleicht habe ich es jetzt raus. Ah, jetzt habe ich das mit beiden raus. Weil ich die Raketen einsammle. Ah, sind ja ganz schön weit geflogen. Da bin ich ja richtig zufrieden. Die müssen nämlich nach unten rein. Oder doch nicht? Habe ich es jetzt doch noch nicht ganz raus? So, bei dem ist es nach unten. Dann gehen die sofort rein. Ha, bei dem auch. Also, naja, weiß ich noch nicht. Scheinen wohl nicht alle Raketen so gut hier mit zu funktionieren. Aber die zwei funktionieren auf jeden Fall. Da habe ich immer noch zwei über.
falls ich die mal verliere oder so. Und jetzt gucken wir uns noch hier einmal diesen kleinen Kasten an. Boah, der funktioniert ja noch. Der Hammer. Das ging jetzt auch ganz schön lange. Der ist auch noch richtig, richtig laut. Das finde ich richtig gut. Das ist nämlich mal die Voicebox, die bei der Generation 2 Variante von Optimus Prime dabei war. Und das Ding macht halt, wie gesagt, drei verschiedene Geräusche. Der erste Knopf hier außen macht einmal diese Truck-Geräusche. Der Knopf in der Mitte macht einmal diese Lasergeräusche. Schön. Piu, 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 piu. Komm, hören wir uns nochmal an. Und der letzte lässt Optimus Prime natürlich sprechen. Ja, Schön, ich habe den Verkäufer nämlich vorher nicht gefragt, ob das Ding noch funktioniert. Und stand auch jetzt nicht in der Beschreibung, von daher hatte ich jetzt doch ein bisschen Angst. Aber das Ding funktioniert tadellos, Batterien sind drin. Ich werde das Ding trotzdem mal die Tage aufschrauben, um zu gucken, wie es denn da drinnen aussieht. Hoffe, dass da jetzt nicht irgendwie noch groß Batteriesäure oder sowas ausgelaufen ist, aber es funktioniert alles. Von daher bin ich da doch schon mal richtig, richtig happy. Falten wir mal hier wieder alles zusammen. So, Roller steckt drin. Trailer wieder zusammen. Klappen schließen. Das hier wieder rum. Wo ist es denn? Da ist es. Die Voicebox einmal da reinklemmen. So. Na. Ist schon richtig drin? Ja, das ist jetzt richtig drin. Und dann nimmt man hier noch die Raketen. Zieh hier so an die Seiten dran. Dadurch hat er irgendwie fast schon was von Ultra Magnus bzw. vom Power Master Optimus Prime, aber naja. Na, die Knöpfe sind ein bisschen klein, aber dafür kann man ja auch so eine Rakete nehmen. Ups, falsch. Na? Hörst du wohl? Ist das schön. Ich bin richtig happy. So. Machen wir das Ganze hier nochmal auf. Ach ja, das geht ja gar nicht, wenn das Ding da drin klappt. Ich bin richtig happy. Richtig, richtig happy. Ich habe alle Raketen dabei. Sogar zwei über. Weil eigentlich kommt da laut TF-Wiki und Transformers Universe und TFU kommt der eigentlich nur mit zwei davon. Ich habe jetzt vier. Auch nicht schlecht. Ich habe im Moment noch zwei Fäuste, die allerdings farblich nicht so ganz dazu passen. Aber da kommt man sicherlich irgendwie ran. Ich habe Roller dabei, das ist auch sehr schön. Was mir hier jetzt noch fehlt, ist einmal der klassische Optimus Prime Blaster, sein Ion Blaster. Der ist hier leider nicht dabei gewesen, auch das habe ich aber vorher gewusst. Allerdings denke ich mir, es gibt so viele Neuauflagen von Optimus Prime, da werde ich sicherlich an einen Blaster noch herankommen. Und ansonsten hat er die zwei hier so lange halt eben noch als Ersatz. Und ansonsten
Ja gut, hier fehlt noch dieser Tankstutzen, diese zwei Teile, die mit dem Schlauch dazukommen. Allerdings kann ich da persönlich gut drauf verzichten, weil das ist ein Feature, was ich meiste Zeit, wenn ich mal wenn ich eine Figur davon mal in Händen halte und damit gespielt habe, ich fand das eher ein bisschen blöd, doof, nicht ganz so toll. Und das ist auch jetzt nichts, was irgendwie groß im Cartoon jemals irgendwie seinen Einsatz gefunden hat. Von daher ist mir das relativ egal und ich kann es eigentlich vernachlässigen. Wenn ich mal durch Zufall irgendwie darüber stolpern sollte, werde ich es mir vielleicht noch holen, damit ich das hier für diesen Optimus halt nachrüsten kann, damit ich dann halt sagen kann, ja, ich habe jetzt hier einen vollständigen Generation 2 Optimus Prime. Aber ansonsten fehlt hier eigentlich nicht mehr viel. Ich bin ziemlich froh, happy über dieses doch wunderschöne Exemplar, richtig schön gut erhalten. Den werde ich die Tage jetzt erst einmal schön reinigen und sauber machen. Grüße gehen an der Stelle natürlich einmal raus an Sentinel Bay Reviews. Der hat uns ja auf seinem Kanal schon einmal ein paar richtig schöne Videos gezeigt, wie er seine Mask-Figuren reinigt. Und wenn man das mit den Mask-Figuren so schön hinbekommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das mit dieser Transformers-Figur auch wunderbar hinbekomme. Und ja, jetzt ist irgendwie so der Punkt erreicht, wo ich mich andauernd wiederhole. Von daher verabschiede ich mich mit den bekannten Worten. Ich bin Scourge, ich mag Transformers und ich mag auch meinen neuen Generation 2 Optimus Prime. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr das hier seht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dann!